Als erstes am Wort ist Ruth Becher von der SPÖ. Und wer in Österreich arbeiten geht, sollte sich auch eine angemessene Wohnung leisten können. Außerdem muss man noch genug Geld haben, muss noch genug Geld übrig bleiben, dass man sich das Leben leisten kann. Und es gibt kaum einen besseren Weg, für ein leistbares Leben zu sorgen, als faire Mieten zu garantieren. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und der Markt alleine kann das nicht. Nach 2,5 Jahren Koalition ÖVP und Grüne muss man aber festhalten, dieser Bundesregierung fehlt es an allem, was es für eine faire Wohnungspolitik braucht. Das Ergebnis ist, dass Wohnen in Österreich für immer mehr Familien unleistbar wird. Bevor sich diese Bundesregierung aber vor der Sommerpause noch verabschiedet, hat es einen parlamentarischen Bautenausschuss gegeben. Und da muss ich respektvoll sagen, diese Bundesregierung bleibt auch hier ihrer Linie treu. Und angesichts dieser Krise gibt es keine einzige Gesetzesvorlage, die Wohnen billiger macht. Was es gibt, und das ist positiv zu erwähnen, sind eine Fülle von Compliance-Detailregelungen, aber auch gleichzeitig ein zeitlich begrenztes Spekulationsverbot, das es für geförderte Wohnungen gibt, die nach 5 Jahren durch Mieterinnen gekauft werden können. Das wird auch auf Wohnungen erweitert, die direkt nach der Errichtung von den gemeinnützigen Bauträgern verkauft werden, aber für 15 Jahre. Also gemeinnützige Bauträger verkaufen auch freifinanzierte Wohnungen und diese sind billiger als der Marktpreis, die von gewerblichen Bauträgern verkauft werden. Und diese Wohnungen können weiterhin sofort zu Marktpreisen vermietet werden. Die vorliegende Novelle schreibt also vor, dass gemeinnützige Bauträger Wohnraum errichten und die als Anlegerwohnungen dann missbraucht werden können und missbraucht werden. Die Bundesregierung sollte gemeinnützige Bauträger dabei unterstützen, leistbare Mietwohnungen bereitzustellen. Stattdessen gibt es weiter löchrige Bestimmungen rund um die Eigentumswohnungen. Das ist ein Versagen auf breiter Front. Und anstatt Wohnen billiger zu machen, machen sie Wohnungen teurer. Wie man Wohnungen billiger machen kann, ohne einen Cent des Steuergeldes in die Hand zu nehmen, zeigen auch die Anträge, die seitens der SPÖ im Bautenausschuss vorgelegt wurden. Und auch der Fristsetzungsantrag zu den Richtwerten, der heute am Schluss der Sitzung zur Abstimmung kommt. Bei den Anträgen im Bautenausschuss geht es um eine längere Nutzung von Wasserzählern. Und hier geht es auch um mehr Konkurrenz bei den Heizkostenablesefirmen. Und diese doch sehr wichtigen Anträge wurden von den Regierungsparteien durch Vertagung weiter blockiert. Alles in allem muss man festhalten, auch heute ist wieder ein schwarzer Tag für die österreichische Bevölkerung. Denn die Bundesregierung sieht zu, wie Wohnen immer teurer wird. Wie Wohnen an einem Tag, in dem sich die Immobilienlobby, und die sind die, die die teuren Wohnungen vermieten, wo es immense Preise gibt, die Hände reiben. Vielen Dank. Ruth Becher von der SPÖ. Wohnen wird für immer mehr Familien unleistbar, so die Abgeordnete. Sie kritisiert, dass gemeinnützige Wohnbauten als Anlegerwohnungen missbraucht werden können und das auch passiert.